Jo Leute, willkommen zurück zu Elden Ring Tag 3. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich heute den DLC beenden werde. Es ist ja nur noch Radan hier oben. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, kommt dann danach wie Kenner, keine Ahnung. Das ganze Gebiet fehlt mir hier noch. Und ich würde gerne hier oben einmal drauf gehen. Einfach auch, weil hier wieder die Finger sind, mit einer Glocke oder so, die ich dann hier beim Ymir abgeben kann. Abgesehen davon habe ich das allermeiste, denke ich, abgehakt. Es gibt noch kleine Gebiete, die mir fehlen, wie das hier zum Beispiel. Da war ich auch noch nicht. Da, wo ich jetzt hingehe. Aber ansonsten müsste ich eigentlich, so gut es geht, das allermeiste gesehen und auch gefunden haben. Ach lol, das habe ich einfach nicht gesehen, als ich hier war. Riss im Steinsarg. Au weh, wo bin ich denn hier? Noch eine Gnade, perfekt. Ich habe das Gefühl, man soll hier runterspringen. Wer ist er denn? Der Fäulnisritter. Den hat man doch auch gesehen in einem Trailer, oder? Mit seinem Pferd da weg. Auf Eile hier. Der war schräger als gedacht. Echo der Verwesung. Ey, so viele Mausoleums habe ich nicht. Wer oder was bist du? Eine Blume? Am Nektar erquicken. Lol, da unten ist der Kopf. Ein Gemälde ist eine versteckte Tür. Geil. Ja gut, das konnte ich ja nicht sehen. Und hier ist der Sarg. Ich finde die Souls Games schon immer ein bisschen makaber. Wenn irgendwo ein Sarg ist, Digga, leg dich einfach mal rein. Let's go. Let's go. Hier werden die letzten Gebiete aber sowas von weggezogen. Östliches namenloses Mausoleum. Oh? Oh, oh, oh. Wer weiß, wer da drin ist. Vielleicht ist da wieder so ein gesprengter Kettentyp drin. Direkt am Anfang, mein Schild weg ist halt auch scheiße. Wieso versuche ich das jedes Mal? Mann, wie lang holt der aus? Das sind die Attacken, die kann ich am perfektesten belocken. Das sind die besten. Nur Kopf ist schwierig, ja. Der ist gut. Den kann ich. Mann, wieso mache ich das jedes Mal? Das kotzt mich so an. Ich bin so dumm.
Parry geschafft, Digga. Hey. Der ist wirklich einfach zu parieren. Rakshas Großkatana. Die Wand unten sah anders aus. Okay. Abgrundwald. Kommt jetzt nochmal ein Big Ass Boss oder so? Das ist wieder ein Gebiet, Leute, das finde ich richtig cool. Das ist nicht so vertikal aufgebaut. Du hast einen guten Einblick. Sieht cool aus. Das ist wieder so ein Gebiet nach meinem Geschmack. Also da, sowas finde ich zum Beispiel dann cool, ne? So voll komplett versteckt nochmal so ein Häuschen, ein Schloss. Bestimmt auch mit einem Boss und mit einer versteckten Waffe. Und wenn man überlegt, wie man hier hingekommen ist, das müsst ihr euch mal überlegen. Also, man musste random erstmal... Also, es hat hier oben angefangen, musst du überlegen. Hier oben, wenn du hier die Abkürzung offen hast, kannst du hier ins Wasser rein. Dort, hinter einem Wasserfall, eine Leiter runter. Dann einen versteckten Weg freimachen mit einer versteckten Wand. Dann dich in einen Sarg legen. Der Sarg führt dich danach hier unten. Da musst du den ganzen Weg hier runterlatschen. Hier runter und dann nicht hier lang, weil da kommst du nur hier hin, sondern hier entlang, komplett außenrum, hier entlang, durch das komplette Dungeon. Dann kommst du hier raus und dann musst du den ganzen Weg, wo bin ich? Hier hin latschen. Also, versteckter geht's, glaube ich, gar nicht. Lidras Pfarrhaus. Ah, guck mal, das kennt man doch aus den, krass. Wer kennt das Gemälde hier? Aus den Cutscenes? Okay, Boss-Time, ne? Würde ich sagen. Boss-Time ohne... Auch der Typ aus dem Trailer. Das war ja safe nicht alles. Auch das aus dem Trailer. Gefunden, Leute. Gefunden. Da kommt jetzt ein krasser Typ und der zieht sich die Waffe aus seinem Körper. Der dritte ist kacke. Ah, oh, sorry. Keine Ahnung, vierter, fünfter Try. Kann ich fast Uncut drin lassen. GG. Das Geile ist, der wurde gestunt, wenn er geblutet hat. Ich glaube, der hatte übelste Blutungsschwäche. Ha, wie cool. Hängende Glocke läuten. Himmels, Samen, Talisman plus 1. Oha, da ist die Glocke. Märtyrer, Mutter der Finger. Ist widerlich. Echo der Mutter der Finger. Nochmal untersuchen. Ah, jo.
Invasion durch Jolan Schwertern. Jolan Schwertern der Nacht ist tot. Führst ihm, ihr Mutter der Finger. Einfach nah an ihn ran, dass er nichts rufen kann. Ymirs Klangperle. Mütterlicher Stab und jetzt Obacht. Hohe Priesterhut. Jetzt Obacht, Leute. Iris der Gnade. Count Ymir. Iris der Finsternis, ja? Okay. Schwert der Nacht. Wenn man gedrückt fällt, ist krass. Das ist so einer, ja. Südliches, namenloses Mausoleum. Meint ihr, es gibt vier Stück? Scheiße, nervst du! Aber einfach drauf, ja gut. Vielleicht denk mal. War mir aber unsicher. Ich wusste ja nicht, was kommt. Tanzende Klinge Ranas. Ihre Waffe ist nice. Mit der Ballerina. Hä? Wie kann ich denn so blind sein? Salvenarmbrust. Let's go. Ralver! Gegner zu Fall gebracht. Ralvers Pelz! Ich bin Bär! Und wisst ihr, was jetzt krass ist? In diesem Ding da ist einfach ein Weg rein. Wie krass ist das bitte? Klar habe ich jetzt hier wegen Online-Funktionen hier ein paar Nachrichten. Aber wie kommst du da ohne Nachrichten drauf, dass hier ein Weg noch nach oben geht? Also das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Kriegsasche, Blitzbolzen. Der sieht aber ein bisschen anders aus als der andere Drache, oder? Der andere hatte doch ein viel größeres Maul. Oh, meine ich das nur? Ach, der erholt so Viecher. Tatsächlich. Lol, nee. Digga, das, damit hab ich gar nicht gerechnet. Dass jetzt hier alles mit Todespest voll ist. Also die Todespest hat mir aber kurz ein bisschen Angst gemacht. Göttlicher Bestientornado gibt der. Cool. Ein Loch. Noch ein Loch. Und eine Kiste. Da ist er. Talisman aller Schmelztiegel. Den hat Timo Skoppel gezeigt. Den gibt's hier.
Das ist ein Talisman, der alle Schmelztiegel-Effekte auf einmal hat. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer und Kopfschüsse. Verbessert die Effektivität von Ausweichrollen und Schritten zurück. Erhöht jedoch auch den Schaden in allen Situationen.